Wir sind heute hier zusammen auf die Straße gegangen, um für die Verkehrswende in Hamburg zu demonstrieren. Wir haben uns jetzt heute hier mit vielen unterschiedlichen Organisationen getroffen. Das ist zum einen der ADFC Hamburg, dann war dabei der VCD, Fuß e.V., der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, Stadtteilrat Mühlsberg, Stadtteilrat Barmbek Nord und der Radentscheid Hamburg. Wir protestieren gegen die derzeitige Planung in der Habichtstraße, die für uns so untragbar ist, um eine Verkehrswende für Hamburg zu erreichen. Wir sind heute hier mit ungefähr 150 Leuten vor Ort gewesen. Die Planung ist eine sehr Kfz-konzentrierte Planung, die also den Fußgängern und den Radfahrern gar keinen Platz mehr geben will, weil laut Planern für diese gar kein Platz ist. Diese wurden dann eben auf 250 gemeinsamen Fuß- und Radweg zusammengeplant. Und wir sagen müssen, so kann man keine Verkehrswende planen. Der Radfahrstreifen schützt den Radfahrer vor den anderen Verkehrsteilnehmern und schützt dann meinetwegen auch die anderen Verkehrsteilnehmer vom Radfahrer. Der entschärft einfach die Konflikte, die man auch erkennt von Radfahrern und Fußgängern.
wir denken, dass die Planung, die hier von der Stadt vorgelegt wurde, einfach nicht tragbar ist. Da wurde eben geplant, dass der Fuß- und Radverkehr zusammen auf einen gemeinsamen, schmalen 2,50 Meter breiten Weg zusammengelegt wird. Radfahrer haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, haben unterschiedliche Bedürfnisse, was in ihrem Verkehr angeht. Und wenn man die zusammenfügt, da schafft man nur Konflikte und geht eigentlich das Risiko ein, dass es da tatsächlich auch zu Unfällen kommt. Wenn man eine Verkehrswende fordert oder einen Radverkehrsanteil von 25% in der Stadt haben möchte, kann man so eine Farbe nicht vorlegen. Durchgezogen wird, wir diese Planung für 20 bis 30 Jahre erhalten. Also man hätte dann damit die Verkehrswende für 20 bis 30 Jahre erstmal auf Eis gelegt.